Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der AMC. Heute machen wir ein richtig schönes sommerliches Gericht, und zwar ein Risotto mit ein bisschen Zitrone drin und einem angebratenen Kabeljau. Toll, wenn es wirklich warm ist und man was Leichtes haben möchte. Schmeckt wirklich gut und ich finde das mal was Neues, weil wir haben viel zu wenig Gerichte, wo wir mit Fisch arbeiten. Also folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio, den 2,3, 3 oder 4 oder 4,5 Liter mit eurem Seco Quick. Navigenio ist optional, ihr könnt es genauso auf den Herd auch machen. Dann haben wir den Audiotherm hier und ich habe hier die Open Large, die große Open. Ist einfach toll für Kurzgebratenes, weil die Seiten so schön flach sind. Dann kann man die Sachen gut rausholen. Solltet ihr die nicht haben, könnt ihr auch gerne die große Hot Pan nehmen. So, von den Lebensmitteln her haben wir hier eine große Zwiebel, brauchen wir eine Knoblauchzehe, einen Schuss Weißwein, 500 Gramm Risotto-Reis. Solltet ihr keinen Risotto-Reis haben, könntet ihr alternativ auch Milchreis nehmen, aber Risotto-Reis ist Risotto-Reis. Dann haben wir hier 1 Liter Gemüsebrühe. 2 Esslöffel Butter brauchen wir, Parmesan. Zu einem Risotto gehört einfach Parmesan, oder? Also Parmesan haben wir hier, dann Dill brauchen wir eine gute Handvoll, einen guten Pfeffer, also einen groben Pfeffer. Wir haben hier unser Pepper Trio von AMC, das sind 3 exotische Pfeffersorten. Schönes Salz haben wir hier, dann eine Zitrone, sollte eine Bio-Zitrone sein, weil wir den Abrieb benutzen werden und da ist es halt wichtig, dass sie nicht gespritzt ist. Mehl brauchen wir und Kabeljau. Ja? Das sind so circa, ich glaube 400 Gramm habe ich hier, könnt ihr natürlich gucken, wie groß die Familie ist. Außerdem haben wir hier einen Pfannenwender, hier für die Zitrone und fürs Parmesan, so eine Reibemaschine und das war's auch. Wir legen jetzt los mit dem Risotto, fangen ein bisschen an zu schnippeln und danach braten wir uns den Kabeljau an. Das duftet schon mal herrlich. Jetzt nehmen wir uns den Seco Quick einfach zur Seite und schalten die Navigenio auf Stufe 6 und geben alles in einen kalten Topf rein und schwitzen es ein bisschen ohne Fett an. Die Zwiebeln dünsten wir jetzt richtig schön an und löschen das Ganze mit Weißwein ab. Geben uns den Risotto dazu und Gemüsebrühe rein. Zu einem richtig guten Risotto braucht man nicht unbedingt viele Zutaten. Wir nehmen jetzt einfach den Seco Quick, verschließen den und hier haben wir das Rädchen und drehen wir den zu. Jetzt nehmen wir uns den Audiotherm, den Pieper, drücken irgendwo drauf, damit er angeht und setzen den hier oben aufs grüne Fenster beim Soft-Symbol, drehen den zweimal rum und bleiben hier oben bei Soft stehen. Hier steht jetzt Soft und wir lassen die Navigenio auf Stufe 6. Bei euch auf dem Herd könntet ihr jetzt einfach auf volle Pulle zum Beispiel lassen. Ja? Der ruft uns gleich, wenn er bei Soft angelangt ist und danach können wir den Risotto zur Seite stellen und von alleine drucklos werden lassen. Der Audiotherm ruft. Ich lasse den immer so in die Mitte von Soft nochmal kommen, dass der einfach nochmal ein bisschen nachzieht. Danach könnt ihr komplett die Herdplatte ausmachen, den Pieper runternehmen und einfach auf eine kalte Unterfläche stellen. Ja? Der wird jetzt von alleine drucklos. Mal ehrlich, das ist doch genial, oder? Deswegen liebe ich AMC, das waren effektiv 5 Minuten Strom, komplett ohne Umrühren großartig, einfach zur Seite gestellt. Der macht das von alleine fertig. Wir machen uns jetzt den Kabeljau noch fertig und braten uns das Ganze richtig schön an. Jetzt nehmen wir uns unsere Open Large, setzen sie auf ein Navigenio drauf und schalten auf Stufe 6. Ich gebe mir 1 Esslöffel Butter rein, ruhig einen gehäuften bei der Größe. Und lasse die jetzt komplett zerschmilzen, bis die keine Bläschen mehr wirft. Das Ganze braten wir uns nur kurz von beiden Seiten an, so circa 2 Minuten von der einen Seite, 2 Minuten von der anderen Seite. Dann ist der richtig saftig noch, der Fisch. Und in der Zeit können wir uns den Risotto auch schon fertig machen. Der Deckel hat sich von alleine aufgemacht. Wir können hier einfach den Deckel aufmachen. Der sieht perfekt aus. Und wir geben uns jetzt die restlichen Sachen hier rein.
Der Fisch ist natürlich sehr weich, deswegen vorsichtig beim Wenden. Aber das Schöne hier, ihr habt auch keine Fettspritzer. Das ist das Tolle auch an der Open Large. Also das geht auch wunderbar. Herd mache ich hier komplett aus. Es ist alles fertig. Wir werden jetzt zusammen anrichten und dann probieren. Meine Lieben, wirklich lecker, sehr saftig der Fisch, mild vom Geschmack her, mit der Petersilie, mit der Zitrone. Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin wieder voll am Schwitzen. Es ist so warm, das ist doch ein tolles Gericht dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben. Besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC Rezepte zum Nachkochen. Da haben wir über 2000 Mitglieder, da könnt ihr Fotos posten, wenn ihr was nachgekocht habt, könnt Fragen stellen. Bei Instagram könnt ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen sehen. Das Ganze heißt da auch Koch dich happy. So, das Wichtigste ist aber unsere Rezepte-Community von AMC. Das ist Kochen mit AMC.info. Da sind fast 20.000 Leute schon drin. Da habt ihr über 1000 Gerichte mit Step-für-Step-Anleitungen. Unbedingt mal besuchen, dort registrieren und Mitglied werden. Ja, ist natürlich alles komplett kostenlos. So, wir verlinken euch das alles unten auch nochmal in der Infobox. Dann braucht ihr nicht lange suchen. Dann klickt ihr einfach drauf und dann seid ihr da. Wir haben momentan die Mission, dass wir die 10.000 Abonnenten-Marke knacken wollen. Deswegen hier jetzt draufdrücken zum Abonnieren. Los! Und hier habt ihr die nächsten Videos. Bis nächsten Donnerstag, 18 Uhr. Ciao, ciao.